Glück auf und Vorhang auf zu einer neuen Aufnahme und zu neuen Abenteuern aus Hundsgrab und den Chroniken eines Dorfes. Was für ein Satz. Ja, ihr hört's, Stimme ist immer noch nicht besser, hatte ich ja schon erwähnt. Aber das hier ändern wir nochmal, das hat mir nämlich nicht so gut gefallen. Da hat keiner so wirklich drauf geantwortet, wie das werden soll. Und deshalb reiß ich es nochmal weg. Das machen wir ganz anders. Also, und zwar kommt der Eingang nämlich hier hin. Dachte ich mir so. Also ihr seht schon, wir legen direkt los. Weil ich nämlich so krank jetzt schon bin. So, dass ich, jeden Tag damit rechnen muss, dass meine Stimme komplett versorgt. Nein, ist natürlich nicht so. Ich hoffe, es wird jetzt wirklich bald besser. Viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Quatsch. Jetzt habe ich Quatsch gebaut. Ach so, ja. Und da wollte ich dann eigentlich nämlich gar kein Holz reinmachen. Sondern eventuell lieber Stein. So, der kommt weg. Nicht wahr? Bello. Du bist der Bello, der Hund vom Panda-Papst, denke ich mal. Der uns erst nicht mochte und sogar töten wollte. Und jetzt aber ein guter, treuer Freund geworden ist. Ja, okay, passt auf. So sieht das dann aus. Hier kommen also diese Halbplatten rein. Und da vorne dann die Stahltür. Und ich denke, ich habe hier hinten irgendwo noch bestimmt... Na, hier nicht. Oh, ich habe ja noch 16 Eisen. Ich hatte doch noch... Ah, hier ist auch noch Eisen. Sehr gut. Ich will mir nämlich erstmal hier eine schöne Eisentür bauen. Eisentür bauen. Genau. Eine Eisentür bauen. So. Da haben wir eine Eisentür, damit da auch keiner auf die Idee kommt, die unsere Schätze zu entwenden. Und wenn denn, ist er aber, ne? Kann er sich aber auch was einstellen. Ich mache erstmal einen Knopf hier raus. Dann ist dieser eine Klotz da wesentlich ganz unnütz. Unnütz. Ja, und jetzt können wir hier rein und raus. Okay, was anderes hatte ich auch noch vor. Und zwar wollte ich ja ganz gerne. Wir gehen mal hier durch. Ist kürzer. Hier auf dem Marktplatz sollte ja ein Baum wachsen. Ein schöner großer Baum bis zum Himmel. Ein Birkenbaum. Da hinten haben wir Birken. Und darum kommt dann, also drumherum, kommen dann diese Stufen. Sieht das nämlich so aus. Ja. Vielleicht kommen hier nochmal kleine Tische hin oder so, aber hier kommt auf jeden Fall die Birke des Friedens hin. Ja, und die müssen wir erstmal fällen. Also gar nicht mal so friedlich. Oder haben wir gerade einen Setzling dabei? Nö, haben wir nicht. Die Birken hier hinten sollen weg, denn mir ist aufgefallen, dass die Dorfbewohner doch schon sehr oft jetzt hier hinten rumstehen und ich weiß gar nicht warum. Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht an den Tieren liegt oder an den Fackeln, die wir hier wohl aufgestellt haben. Also hier, ne, Pfarrer Fabian, was ist denn hier los? Machen wir uns mal ein Angebot. Ja, haben wir nicht dabei. Leider. Und, ja. Oh, Schweinesattel. Cool. Und du, Harry? Ja, Bücher. Bücher sind teuer. Hier hat ein Creeper schon ein lustiges Loch hingesprengt. Das müssen wir aber auch irgendwann zumachen, weil dann wird es irgendwann noch zu gefährlich. Und ich weiß auch gar nicht, wo Tic-Tac sich rumtreibt. Hier geht alles drunter und drüber. Ein Smaragd. Drei Erfahrungsfläschchen. Was bringen eigentlich diese Erfahrungsfläschchen? Wie viele Erfahrungspunkte? Okay, ich klopfe jetzt mal hier ein paar Bäume ab. Die will ich hier wegnehmen. Hier kommen erstmal sowieso irgendwann Gebäude hin. Wahrscheinlich sogar mal das irgendwann in weiter Zukunft das Krankenhaus, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer das vorgeschlagen hat. Ein Krankenhaus wäre eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, falls wir dann wirklich irgendwann mal infizierte Dorfbewohner haben, dann können wir die da heilen. Ansonsten muss da erstmal der Medikus aushelfen, also die Apotheke. Das muss erstmal reichen. Krankenhaus kommt dann später. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Bäume gefällt. Und, boah, dieses Schnauben von... Was machen die denn da? Das Schnauben von den Kühen ist auch ganz schön heftig. Hört sich an wie so eine Dampflokomotive oder sowas. Joa, und hallo Kuh, hallo Fabi. Ja, was bringen uns diese Tränke denn überhaupt? Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mal ausprobieren am besten.
Am besten, wir probieren das aus, dann erfahren wir es am schnellsten. Okay. Ja, der Wahlkampf ist natürlich auch noch in vollem Gange. Ja, also da ist noch richtig was los. Die Wahlplakate hängen, die bleiben auch noch ein bisschen hängen. Und die Wahlteilnehmer, also die Bewerber, haben schon ihre nächste Aufgabe erhalten, die ich euch allerdings noch nicht verraten möchte. Und wenn sie die dann irgendwann mal erfüllt haben, dann geht's aufs Ganze. Dann müsst ihr mich abstimmen. Also hier, unsere Community muss dann abstimmen, wer denn der Bürgermeister werden soll. Jo, ich glaube, da unten haben wir noch eine Werkbank. Was machst du da mit dem Schaf? Lass das mal. Gibt's doch wohl nicht. Hier haben wir noch eine Werkbank. Und da können wir uns noch eine Axt machen. Da machen wir uns einfach noch eine. Wir haben jetzt aber schon einen Setzling. Das würde eigentlich reichen. Das würde eigentlich reichen. Aber das war falsch. So, was wollen wir hier? Axto. El Axtovic. Und es wird auch schon wieder dunkel. Dann nehmen wir jetzt einen Setzling und vielleicht sind noch ein paar mehr da. Stimmt. Also fällt ja nicht nur ein Setzling aus dem Baum raus. Da sag ich doch. Zwei. Dann können wir den alten Stuken hier noch wegkloppen. Das ist gut. Joa. So, und jetzt gehen die nicht nach Hause, ne? Und das ist. Was macht sie denn? Mädchen, du kannst doch nicht da oben auf dem Baum. Hier geht was ab. Also es gefällt mir gar nicht, was die Dorfbewohner hier veranstalten. Vor allen Dingen, die gehen nicht mehr in die Häuser. Ich meine, die sind jetzt auch relativ weit von den nächsten Häusern weg, aber. Ah, hier, der Berg kommt übrigens weg, ne? Der kommt weg und deshalb ist hier schon mal so ein hoher, düsterer Graben durchgebuddelt. Okay. Hier sind das übrigens Möhren, die hier angepflanzt sind. Die müssen wir auch nochmal weiter anpflanzen bis ganz durch. Jetzt werden wir hier mal in Nacht an einer Nacht- und Nebelaktion. Werden wir jetzt hier mal den. Die Saat in den Boden bringen. Zack. Noch sind keine Monster da, das ist auch ganz gut so. Aber die werden sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. Da könnt ihr aber gewiss sein. Jo. Und wir gehen erstmal schlafen. Wir gehen erstmal schlafen. Jetzt haben wir hier ein ganz sicheres Schlafzimmer. Da kann uns überhaupt gar nichts mehr passieren. Ja, und wie schon gesagt, das wird dann alles anders hier. Moment mal. LO1ZB war hier, ja. Ja. Oh, wir kommen ja nicht mehr raus. Dann gehen wir halt oben raus. Wir wollen ja sowieso hier oben weiterbauen. An unserem schönen Turm. Also hier, ne? Das ist der Turm. Ja, da müssten wir jetzt mal die Wolle reinbringen. Da haben wir ja auch was von da. Wunderbar. Ja, Freunde, was erwartet uns noch alles? Wir wollen ja nach der Wahl oder vielleicht sogar noch davor, also sobald ich auf jeden Fall wieder gesund bin, werden wir diese Schattenwelt, also diese Zwielichtwelt besuchen. Das ist steht auf jeden Fall auf meiner Agenda sozusagen. Die werden wir besuchen. Das heißt, hier können wir gleich offen lassen, denke ich mal. Weil hier kann ein Fenster hin. Hier kann auch ein Fenster hin. Hopp. Die wollen nicht mehr mit. Und hier kann theoretisch dann auch ein Fenster. Nö, das lassen wir mal zu. Und haben wir jetzt eigentlich Leitern? Nee, haben wir nicht. Müssten wir uns bauen. Oder wir nehmen den guten einen Dreckfahrstuhl, aber Dreck haben wir auch nicht dabei. Na Mensch, das klappt ja wieder. Das klappt ja wieder wunderbar. Was haben wir nicht hier in den Kisten noch drin? Gar nichts, ne? Dann nehmen wir mal die Werkbank und bauen uns hier schön ein paar Leitern. Vielleicht auch ein paar mehr. Also, das dürfte reichen. Okay, das dürfte auf jeden Fall reichen. Oh, die Stöcker habe ich jetzt hinter den Tisch geworfen. Ja, meine Stimme ist sehr dunkel und sehr, ne? Nicht so angenehm. Aber das wird sich bestimmt nochmal ändern. Irgendwann, hoffe ich. Müssen wir das so lassen? Ja, ich glaube, das müssen wir hier so lassen. Das sieht man auch von außen nicht. Das ist also nicht so schlimm. Dann baue ich jetzt hier nämlich mal eine Leiter hoch. Dann kommen wir hier oben drauf und können hier weiterbauen. Aber, ups, wir müssen echt vorsichtig sein, Freunde. Also das wäre der Turm. Das wäre ja der Turm dann hier.
Der würde dann hier so rausragen. Herausragend sein, sozusagen. Ja, da müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Wir haben noch ein bisschen Holz dabei, das ist gut. Und da wäre dann aber immer nur einer, ne? Würde ich sagen. Hopp. Ich bin jetzt ultra vorsichtig. Weil ich weiß nicht, wenn ich hier runterfalle, da runter. Ich glaube, dann war es das mit unserer tollen Stufe, die wir hier erreicht haben. Und deshalb würde ich auch sagen, wir bauen uns eigentlich schon mal ein verzaubertes Diamantschwert. Weil das werden wir auf jeden Fall benötigen. Wenn wir in diese in dieses Zwielichtreich vordringen wollen, brauchen wir das. Doch, doch. So, hier kommt wieder dann, wie gehabt. Und hier, Moment, da habe ich einen Fehler gemacht. Hier kommt natürlich wieder ein Balken hin. Hier dann wieder, zack, zack, zack. Ist klar, der Turm ragt dann oben raus. Und die Celine, also ehemals die echte Minecrafterin, heißt jetzt auch Celine. Ist ähnlich wie bei Ryder, ne? Ryder heißt jetzt wieder Twix. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3, passt. Die echte Minecrafterin heißt jetzt Celine. Naja. Warum nicht? Klar, wenn sie möchte, kann jeder machen, was er will. Bei mir kann jeder machen, was er will. Soll mir recht sein. Ja, und die hätte gesagt, sie hätte gerne einen Glockenturm. Ja. Nun ist es so, dass ich noch nie einen Glockenturm gebaut habe. Ich habe zwar den vom Spawn-Tempel, oh, da waren wir auch schon ewig nicht mehr, vom Spawn-Tempel gebaut. Aber, das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, ne? Pass auf, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Wie hoch müssen wir eigentlich raus? So. Ich glaube, wir müssen hier 4 Stück hinkriegen, ne? Hep. 1, also 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Und hier wieder die nächste Ebene. Denke ich mir zumindest mal. Oh, das gibt's doch gar nicht hier. 2, 3, 4. Ne? Müsste richtig sein. Joa. Und dann gucken wir uns das mal von unten an, wie das aussieht. Ungefähr zumindest. Oh, ich muss echt aufpassen. Autsch. Ja, ich denke mal schon, dass das schon so richtig ist. Und wer hochklettert, kann tief fallen. Das ist eine alte Indianerweisheit. Deshalb wollen wir echt mal vorsichtig sein. Ich weiß, ich bin immer sehr vorsichtig. Aber guck mal, wir sind jetzt so weit gekommen. Auch rein stufentechnisch. Wenn wir jetzt das alles verlieren würden, das wäre doch total ultra ärgerlich, oder nicht? Deshalb würde ich sagen, ehe wir jetzt hier runterstürzen, machen wir das mal ganz anders. Wir gehen jetzt nach unten. Hep. Hep. Autsch. Seht ihr? So gefährlich ist das Leben. Und holen uns mal 2 Diamanten und machen uns ein Diamantschwert. So. Unser altes Diamantschwert packen wir jetzt hier mal in den Safe. In den Safe. Ah, jetzt bin ich hier wieder... Ja, ich muss hier mal einen Knopf hinbauen, ne? Also hier, ne? Das ist wahrscheinlich noch eins von deinen Geheimnissen. Von den geheimen Geheimnissen. Und ja, ich hab's entdeckt, ne? Kannst du dir schon mal aufschreiben. Ach, hier kommt, nehmen wir den. Zack, bauen wir einen schönen Knopf raus. Dann haben wir jetzt auch von innen einen Knopf. Und da sind wir auch froh. So, okay, alles klar. Das alte Schwert packe ich jetzt mal hier rein. Weil wir werden uns sowieso gleich ein neues machen. Und es wird ja wohl nicht dunkel werden. Ah, die Leiter. Die ist natürlich jetzt hier auch ziemlich... Oh. Warum? Warum kann ich die Leiter nicht selbst eigenständig abbauen? Warum baue ich jetzt immer den Klotz dahinter ab? Ah, Axt nehmen? Guckt euch das mal an. Ist ja komisch. Ah doch, da ging's jetzt. Das ist merkwürdig. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Aber egal.